Ralf Brinkhaus ist der neue Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag. Eine klare Niederlage für Kanzlerin Angela Merkel, die sich zuvor für Volker Kauder stark gemacht hatte. Dass sie sich für die Abstimmung ein anderes Ergebnis gewünscht hätte, gab sie auch unumwunden zu. Im Dezember steht für die CDU eine weitere wichtige Wahl an. Dann entscheiden die Delegierten beim Bundesparteitag auch über die Parteispitze. Bei einer Veranstaltung der Augsburger Allgemeinen stellte Merkel nun klar, sie will erneut für den CDU-Vorsitz kandidieren. Wäre denn nicht zum Beispiel ein Signal, wenn Sie im Dezember beim CDU-Parteitag nicht mehr als Parteivorsitzende kandidieren und jemand anders den Parteivorsitz übernimmt? Ich weiß, Sie haben immer gesagt, das ist für Sie untrennbar verbunden. Es sei ein Fehler gewesen, dass zum Beispiel Herr Schröder das getrennt hat. Ist das noch gültig? Das ist absolut gültig. Also es wird keinen anderen Kandidaten geben. Ich habe gesagt, ich stehe für diese Legislaturperiode zur Verfügung und ich habe meine Meinung bezüglich der Verbindung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft nicht geändert. Der konservative Unionsflügel kritisiert Merkels Entschluss. Es wäre im Interesse der CDU und Deutschlands besser, wenn sie den Weg für die dringend notwendige personelle und inhaltliche Erneuerung selbst freimacht und nicht mehr als Parteivorsitzende antritt, sagte der Vorsitzende der Werteunion, Alexander Mitsch. Doch Merkel hat auch prominente Fürsprecher. Ralf Brinkhaus unterstützt ihre erneute Kandidatur. Seine Wahl sei kein Misstrauensvotum gegen Merkel gewesen, bekräftigt er.